Zeit sein. Den ersten Film über Herrn Mahnke, ich hoffe, Sie haben ihn sich angesehen und versucht, ihn ein bisschen nahezubringen, was die Visionen der Familie Mahnke sind, auch mit der Nudelfabrik. Ich habe heute einen ganz tollen Besuch neben mir, und zwar Herrn Gus Freeburg. Herr Gus Freeburg kommt aus Rotterdam und lehrt dort an der Universität, aber er würde dann einiges selber zu sagen. Das Niederländische fällt mir auch nicht so leicht, gebe ich zu, das ist richtig zu sagen. Aber die Hauptaufgabe des heutigen Filmes eins, es ist ein Aufruf an Sie, liebe Zeitzer, liebe Bürger, auch diejenigen, die weggezogen sind, bitte, 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 gebt uns ein paar Quellen. Herr Freeburg wird es dann weiter definieren, weil er nimmt eigentlich seine Urlaubszeit jetzt her, seine Freizeit her und forscht für das alte Fabrikgebäude, was uns bekannt oft ist als Möbelhaus, aber den alten Zeitzern in Gänsefüßchen kennen es noch als Nudelfabrik und in anderen Nutzungsarten. Also jetzt übergebe ich an Herrn Freeburg und danke Ihnen oder euch wirklich vielmals für die Unterstützung. Kontaktadressen und die ganzen Geschichten zeigen wir am Ende des Filmes. Und eins verspreche ich, es ist heute nicht der letzte Film. Wir werden in der Richtung weiterhin diese tolle Sache begleiten. Also mein Name ist Gus Freeburg, ich bin aus Rotterdam, Niederlande. Dort lehre ich als Kunst- und Architekturhistoriker an der dortigen Akademie der Bildenden Künste und Design, die Willem de Koning Akademie. Und jetzt bin ich hier während meinen Ferien in Zeitz, um die Geschichte zu forschen von der alten Nudelfabrik, von der Firma und der Firmen, die damals darin gearbeitet haben, also die Firma Max Emmerling, die Firma VEB Ogis und danach der PMP Möbelhaus, die Firma Ehrengold und die Billy Bagels Factory habe ich gefunden. Und das mache ich als Vorbereitung für eine öffentliche Vorlesung, die ich dann Anfang August in der Nudelfabrik haben möchte. Dazu sind Sie natürlich alle herzlich eingeladen. Und für diese Vorbereitung, für diese Vorlesung, da suche ich noch manche Informationen, die Sie, liebe Zeitzerinnen und Zeitzer, mir geben könnten. Also ich bin daran, um die Geschichte des Fabrikgebäudes rauszukriegen. Und offenbar wurde das Gebäude in zwei Phasen gebaut, anfangs des 20. Jahrhunderts 1901, 1902 an der Rosnerstraße, die heutige Neue Werkstraße. Und dann 1909, 1910 wurde ein zweiten Flügel, der Ostflügel, gebaut an der Paul-Roland-Straße. Das ist das Gebäude, das wir heute alle kennen. Für mich war es ganz unbekannt. Überhaupt muss ich gestehen, dass ich vor ein paar Wochen überhaupt noch nie von der schönen Stadt Zeitz gehört habe. Aber seit ich seit zehn Tagen hier in der Stadt bin, habe ich schon vieles gelernt über Zeitz, über die schöne Geschichte von Zeitz, habe ich die Schönheit von Zeitz, wie sie heute steht, die Stadt, gesehen. Und habe ich auch viel gelernt über die Industriegeschichte der Stadt und über die Firma Max Emmerling. Also der Max, ein alter Zeitzer, er wurde 1864 geboren. Er startete 1888 an der Altenburger Straße 55 als Bäckermeister eine Bäckerei. Und offenbar war er sehr erfolgreich, denn er hatte 1896 bereits die Fabrikation auch von Teigwaren, das heißt Nudeln und Macaroni, wie das Ding damals hieß, aufgenommen. Und an der Altenburger Straße hat er immer wieder sein Geschäft ausgebreitet, bis es dazu voll war. Und dann hat er ein neues Fabrikgebäude bauen lassen an der Neue Werkstraße. Also die Fabrik von Max Emmerling, die hat bis ungefähr 1952, 1953 bestanden. Die war da, dann wurde die enteignet. Das war damals schon Maxes Sohn Walter Emmerling. Und dann wurde die Fabrik eingegliedert in die VEB Ogis. Das ist über Gebäude und über die Firma. Das sind
feste Daten. Aber was mir jetzt interessiert, wie das Gebäude jetzt dasteht, als eine fast Ruine. Herr Manke aus Heidelberg, der hat es jetzt gekauft und der hat viele Pläne für die Zukunft der Fabrik. Und natürlich, so ein Gebäude ist mehr als nur ein Haufen Stein, Beton, Eisen und Holz. So ein Fabrik, so ein Gebäude, das kann nicht ohne Ihre Erinnerungen. Die Erinnerungen von Leuten, die damals noch drin gearbeitet haben, die viele Geschichten miterlebt haben, die vielleicht auch noch Abbildungen von dem Interieur oder von ihren Mitarbeitern haben. Und um diese Geschichten, um diese Erinnerungen geht es mir jetzt. Die möchte ich gerne wissen, damit das Gebäude, also diesen Haufen aus Stein, Eisen, Beton und Holz, auch wieder eine Seele bekommt, ein richtiges, lebendiges Ding wird und damit, dass es nicht einfach abgerissen werden kann. Das hat der Herr Manke jetzt auch verhindert, denn er hat vor, aus diesem Gebäude, das, also ich nenne das eine Ruine und es, vieles ist im Interieur auch kaputt, aber im Großen und Ganzen steht es noch einfach, steht es eigentlich noch ganz schön da. Man könnte es mit wenigen kleinen Eingriffen wieder benutzbar machen, und das hat ja Herr Manke auch vor, damit es auch wieder in die Zeitzer Gedanken kommt, dass es wieder Leben geht für Zeitz, statt dass es nur ein altes Gebäude ist. Also ich suche jetzt Kontakt zu den Leuten, die damals noch in der Fabrik gearbeitet haben. Also vielleicht noch für die Firma Max Emmerling, aber das wäre dann, also die hat nur bis 52, 53 bestanden, also das wäre ein ganz großes Glück, wenn es noch Leute gibt, die damals noch da gearbeitet haben, aber vielleicht auch für die Firma Ogis bis 1992, und danach, nach der Treuhandsituation von der Ogis, haben noch die Firma PMP Möbelhaus hat noch drin gewohnt. Da gibt es noch das große Schild an der Hauptfassade, PMP Möbelhaus, ihr Möbelhaus in Zeitz. Und ich weiß, dass es ein großes Ding war. Die Firma PMP war, und das ist ein großer Zufall, eine niederländische Firma. Die hat sich dann offenbar in diesem Gebäude zu Hause gemacht, hat auch eine ganz schöne neue Treppe drin gebaut, und die hat wahrscheinlich auch Neuarbeiten, das Gebäude neu gestattet. Inzwischen war auch die Firma Ehrengold, wahrscheinlich in der Flügel an der Paul-Roland-Straße. In dem Keller gibt es noch viele Archivmaterialien, Ordner und Verpackungsmaterialien, die da rumliegen. Und in der Flügel an der Neuwerkstraße, da gab es offenbar die Billy's Bagel Bakery. Denn in dem Keller dort habe ich viele Unterlagen von diesem Betrieb gefunden. Also, es ist die Chance noch, dass diese Firmen, die bis in den Jahren 0 von dem 21. Jahrhundert, das weiß ich auch nicht genau, wenn die aufgehört haben, dass vielleicht noch es Zeitzer gibt und Zeitzerinnen, die da für diesen Firmen gearbeitet haben und die noch Erinnerungen, Geschichten, Bilder und so weiter haben. Also, liebe Zeitzer, ganz klarer Aufruf. Wir bitten darum, dass sich ehemalige Mitarbeiter, die egal welcher Firma zugehörig, in diesem Gebäude in der Werkstraße, Ecke, Hauptstraße, jemals tätig waren, oder auch vielleicht auch Ehepartner, die einfach auch Geschichten dazu beitragen können. Was mir sehr wichtig ist: Wie kann man mit Ihnen Kontakt aufnehmen? Über E-Mail, Telefon, oder wie geht es am besten? Das geht wahrscheinlich am besten via E-Mail. Ja. Und da könnte ich Ihnen die Adresse geben. Oder ich mache eins, vielleicht können Sie auch eins machen, das bietet mein Service an.
Meine E-Mail ist Ihnen ja bekannt eigentlich. Meine Telefonnummer sollte Ihnen auch bekannt sein von der Zeitzer Lupe. Ich kann es auch weiterleiten. Und wenn jemand halt das persönliche Gespräch möchte, können Sie mich auch gerne anrufen. Ich gebe es weiter, erfasse es und schicke es weiter an Sie. Okay. Entweder direkt, wir geben auch am Ende des Filmes noch die direkte Mail an von Ihnen, Herr Friedburg. Hoffentlich spreche ich es richtig aus. Ja, gerne. Ja. Dankeschön. Also wir geben dann die E-Mail am Schluss noch an von Ihnen. Und wenn jemand das nicht ganz mitbekommt, kann er sich auch gerne mich kontaktieren. Oder Stadtarchiv wäre auch immer möglich. Stadtarchiv ist auch bekannt, Herr Friedberg. Stadtarchiv arbeitet sehr gut mit mir zusammen. Wäre auch genauso möglich. Ja. Und am Ende möchte ich noch Sie allen einladen, richtig herzlich zu meiner Vorlesung, die ich mache dann am Samstagmorgen vormittags bis 11, von 11 bis 12, den 12. August in der Fabrik, wo jetzt eine Künstlergruppe arbeitet aus Rotterdam und Berlin, um auch die Fabrik mit Kunst wieder ein neues Leben zu geben. Und die Künstler da sind daran, um das Gebäude zu erkennen, zu entdecken und von den Entdeckungen aus Kunstinstallationen zu machen. Und die können Sie dann sehen im Wochenende vom Freitag 11. August bis Sonntag 13. August. Und nochmals, meine Vorlesung wird dann sein, Samstagmorgen von 11 bis 12 in der Fabrik, 12. August. Und dazu lade ich Sie herzlich ein. Dankeschön. Und noch eine kleine Ergänzung. Also nicht nur Zeitzeugen, die dort gearbeitet haben, Sie sind sicherlich auch sehr dankbar über jede Art von Plänen, von Zeichnungen oder ebenfalls auch von Bildmaterial. Irgendeines Material, auch wenn Sie denken, das ist nicht wichtig, das ist zu klein, das ist nicht relevant. So eine Forschung, das ist eigentlich wie eine Archäologie. Man muss alle kleinen Details aneinander knüpfen, damit man wieder so ein richtiges Bild von der Geschichte bekommt. Also nichts ist unwichtig, nichts ist irrelevant, alles möchte ich gerne wissen oder sehen. Also herzlichen Dank, jetzt im Voraus und herzlichen Dank, liebe Zeitzer. Wir sehen uns demnächst, wie es weitergeht. Und vielleicht schaffen wir sogar die blühenden Landschaften, wurden ja versprochen mal vor langer, langer Zeit, vielleicht schaffen wir auch ein einzelnes Gebäude wieder aufblühen zu lassen. Herzlichen Dank. Ciao.